Es war am Donnerstag, den 6. August 2009, Punkt 12 Uhr, als der sächsische Ministerpräsident Stanislaw Tillich auf einer Landtagswahltour die Firma Rausendorf Maschinen- und Gerätebau GmbH in Obergorich besuchte. Willkommen. Vielen Dank. Freue mich. Wir sind ja gemeinsam bisher gefahren, deswegen. Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer Herrn Dr. Weidig wurde er vom Obergoricher Bürgermeister Herrn Thomas Bolpitz willkommen geheißen. Ich freue mich, dass Sie den Abstecher hierher gefunden haben, dank Patricia. Und ich denke, nach dem 30.08. werden wir den gleichen Mann an der Spitze für unser Land wieder begrüßen. Okay. Natürlich für dann machen wir eine kleine Party im Wassergratschamp dann bei Ihnen. Das machen wir dann. Wunderschöne Kneipe. Genau, Sie waren ja schon mal da. Ne? Ja, genau. Wunderschön da. Ne? So, gehen wir rein. Schön, wir haben bitte. Schon vieles über das Unternehmen gehört, schon über die Gemeinde. Gut. Kommen Sie mit rein, Herr Bürgermeister. Ja, also, komm. Herr Dr. Weidig führte dann seinen Gast durch die Firmenräume. Mit dabei waren Fotografen und Kamerateams. Ja, wir haben uns gut eingerichtet, sind gut aufgestellt, sind wieder, ich sag mal, voll wettbewerbsfähig. Dann wurde die Belegschaft der Maschinenbaufirma im Speisesaal besucht. Wo kommen die her? Deutschland. Okay, na gut, das ist auch nicht so weit. Herr Tillich begab sich dann in das Büro des Fördervereins Historische Entwicklung des Landmaschinenbaus Oberlausitz e.V. Der Verein HELO wurde vom Vorsitzenden Herrn Harald Bein vorgestellt. Der ist hier im Schlepptau. Wir machen das gleich hier. Im Schlepptau. Ich habe das alles schon ein bisschen vorbesprochen im Auto. Sie haben das Wort. Ich will es ganz kurz machen. Wir wollen uns als Förderverein der Tradition, der 150-jährigen Tradition des Landmaschinenbaus in unserer Region. Das ist HELO. Das ist HELO, genau. Frau Michael kennt das Thema unter anderem auch schon. Und wir werben jetzt natürlich um die Realisierung eines solchen Vorhabens und beißen im Moment jetzt auf Granit und wollen es aber nie aufgeben. Das alles jetzt zu erläutern, ist nicht der Sinn, aber das Dokument, wenn es vielleicht mal in irgendeiner Form in die Verarbeitung gelangt im Ministerium, dann würden wir uns freuen. Also es gibt ja immer so diese schönen Antworten, wenn man diese geben darf. Erstens mal, wir nehmen das mit, gucken uns das an. Wir haben schon gerade gesprochen, ob man das über ländliche Entwicklung irgendwie machen kann. Da muss man mal das Gespräch führen. Ich gehe mal davon aus, dass die Gespräche mit dem Umwelt- und Landwirtschaftsministerium sind schon geführt worden. Auch schon. Und bis jetzt noch nicht so erfolgreich. Ja, wir treten auf der Stelle und teilweise etwas im Kreis. Okay, das sollte nicht sein. Da haben Sie dann jetzt demnächst eine junge, sagen wir mal, fleißige und nachgiebige Abgeordnete, die dann, wenn sie sich einmal festgebissen hat, wahrscheinlich wie ein Terrier nicht mehr loslässt. Ja. Und nein, also man muss mal schauen. Selbstverständlich sind mehr Wünsche da, Möglichkeiten, aber wir gucken, wir haben ja beide darüber geredet, ob es da eine Möglichkeit gibt. Weil das natürlich sicherlich nicht ganz, sagen wir mal, das ist ja auch nicht zum Nulltarif zu haben. Der Bürgermeister hat eine Immobilie, die wieder in Ordnung ist, sehe ich gerade hier. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, das passt natürlich in die Gegend. Hier würde ich mal gucken, ob das mit dem Brachenprogramm irgendwie geht, dass ich da eine Sanierung hinbekomme, über das Innenministerium. Das würde ich mal anfragen. Aber wir gucken uns das an, Sie kriegen ein paar Hinweise darauf, was man hier alles machen kann. Ne? Okay? Den ersten Versuch mit diesem Objekt haben wir ja also im Lernprozess realisieren können, dieses Haus. Ja. Und das war nur unsere zweite Vorstellung. Nun auf der neuen Strecke im Landmaschinenbau zu dienen und dafür so etwas zu realisieren. Also es wäre unsere Bitte und unsere Hoffnung. Ne? Schön. Ich habe diesen Rasen zur Verfügung gestellt für diesen Verein. Ja. Hello. Okay. Von hier aus wollen wir das staatsmäßig also organisieren. Das ist ja das Headquarter. Okay, super, das finde ich toll. Das ist ja auch wichtig. Also, wir nehmen es mit. Hier haben wir mal die Geschichte des Landmaschinenbaus versucht, so kurz zusammenzutragen. Da sind Sie sogar selbst verewigt. Ah, das war ja auf den Bauunternehmer. Gott sei Dank mit den Anzug, die angezogen.
Okay, also alles Gute. Ja, danke. Schön. So, okay. Beim weiteren Rundgang beantwortete dann Herr Tillich die Fragen der Medienvertreter im Beisein des Landrats Herrn Harich und der Bundestagsabgeordneten Frau Michalk. Viele Unternehmen besuchen, die jetzt gerade in der Krise erweitern, neue Arbeitsplätze schaffen. Und das macht mich sehr zuversichtlich. Und das bedeutet aber auch Anstrengung, sowohl für die Unternehmen wie für die Arbeitnehmer. Aber das sind ja auch für die öffentliche Hand. Wir unterstützen diese Unternehmen, wir beraten sie und wir schaffen letztendlich auch die Möglichkeiten in den Gemeinden und in den Städten. Als Herr Tillich dann Obergurich verließ, blieb die Hoffnung zurück, dass die Gedanken zur Schaffung eines Landmaschinenzentrums am Standort in Sinkwitz Wirklichkeit werden könnten. Abschließend wurde im Beratungszimmer der Firma Rausendorf nochmals Bilanz gezogen und der Besuch ausgewertet. Das ist aber dann erst entscheidend, wenn wir wirklich sagen, wir können wieder zum Wachstum. Aber den Antrag muss ich stellen. Den Antrag nicht. Ja, den gehen wir davon aus, aber da gibt es so Stimmen.